Ja, hallo, begrüße dich zum neuen Let's Play, The Legend of Zelda Wind Walker. Wie man sieht, das Remake von 2002. Das HD Remake. Und ich wollte ewig mal spielen. Ja, das Original habe ich mal vor langer Zeit gespielt, aber ich weiß gar nicht mehr, wie weit. Wie nennen wir den? Bob. Oh, warte, Moment. Schalten wir gross um, kann man das irgendwie... Dann muss man da einzeln... Snow... Snow Bob. Oh nein, das ist nicht für mich. Normaler Modus. Das wird schon schwierig genug für mich. Thank you.
Präludien. Pennet. Da bist du ja. Hihi, ich könnte mir auch von hier oben aus den ganzen Tag lang das Meer anschauen. Du Snowbob, weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist? Du bist noch ein bisschen verschlafen, habe ich recht? Hast du etwa vergessen? Heute ist dein Geburtstag. Juhu! Darum wartet Oma auch schon ganz ungeduldig darauf, dass du endlich nach Hause kommst. Gut, dass ich dich gesucht habe. Snowbob, geh schnell nach Hause und lass Oma nicht so lange warten. Ah. Was seid's jetzt? Snowbob. Außerdem können die Nachbarn auch schon kaum erwarten, die... Ah, ich meinte, ich habe da... Es passiert ja nichts Wasser da. Ui. Das geht noch mal eine gewisse Zeit. Ja. Swimming. Später kann er wahrscheinlich noch tauchen. Ausguck, Feenwald. Ja, schlagen wir noch nicht. Nee. Kann ich da schon auf tun? Sieht so aus. Das Spiel ist ja dann nicht so gut angekommen. Die Leute hätten lieber... Oh, da sehe ich aber etwas. Das Zelda kann im alten Stil. Aber doch ist es besser gealtert als ein Ocarina of Time. Sehr geil. Keine Ahnung, wie viel von diesen Rubinen das ich einfach aufnehme. Ah, Gumpen kann ich auch. Cool. Bin ich mit da? Kann ich nicht? Ah. Oh, Snowbob. Heute ist also dein Geburtstag. Alles Gute, Junge. Kaum zu glauben, dass du schon so alt bist. Da merkt man erst, wie schnell doch die Zeit vergeht. Das ist wie mit meinem Rasen, weißt du?
Ich könnte schwören, ich hätte ihn gerade erst gestern gemäht. Doch heute ist das Gras schon wieder kniehoch. Snowbob, möchtest du nicht mal eine runde Gras mähen? Man findet oft die erstaunlichsten Sachen im Gras. Das macht richtig Spaß. Aber ohne passendes Werkzeug ist leider nicht gut mähen. Richtig schade für dich. Dir entgeht da so einiges. Ja, in dem Fall. Ja, für das Schwein. Es bleibt in der Gegend. Kommt es mit nach, oder was? Gehen dann nicht ins Meer. Snowbob, hallo. Was meinst du, kann man wirklich bis nach da hinten springen, wenn man den ganzen Mut zusammennimmt und ordentlich Anlauf nimmt? Ui. Weiß gar nicht mehr, wo springen. Kein Problem. Ob ich wohl auch mal so toll wie du springen kann, Snowbob? Kann nicht, ne? Dann mal zu Romy. Ist ja sein Geburtstag. Guten Morgen. Wie heißt es doch so schön? Wirf ein, bring Glück herein. Was möchten Sie aufgeben? Oh du, deine Oma hat dich gerufen. Und meine Mama hat dich auch gerufen. Wer ist jetzt die Oma? Hallo Snowbob, alles Gute zum Geburtstag. Sag mal deiner Schwester Ariel, bist du nicht über den Weg gelaufen? Sie sollte dir ausrichten, dass dich deine Großmutter sucht, bla bla bla. Da fällt mir ein, als mich meine Schwester neulich gesehen hat, sagte sie, sie wolle auch so schnell groß werden, um wie ich Krüge tragen zu können. Ach schön. Sie meinte, dann können sie ihre Großmutter zur Hand gehen. Wenn du sie triffst, dann sage doch bitte Folgendes. Wenn sie vor einem Krug steht, kann sie ihn mit Hilfe von A aufheben, hochheben und tragen. Wenn sie ihn wieder abstellen will, muss sie einfach nur ZR ablegen drücken. Jo. Ist das die Oma? Sieht ja nicht nach Oma aus, ich gehe mal in das Süßli da. Das sieht für mich so nach Oma-Haus aus. Omi? Omi? Auch nicht? Nein. Ist das nicht er und die Schwester auf dem Foto? Kann ich nicht klettern? Ah, hier. Ja doch, hier ist Oma. Snowbob, ich habe auf dich gewartet. Snowbob? Probier doch das mal, das hier an. Ja, mach doch. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Kaum zu glauben, dass du schon in dem Alter bist, um dieses Gewand zu tragen. Du hast das Heldengewand erhalten, sieht sehr warm und gemütlich aus. Extrem. Jetzt schau doch nicht so, schlüpf rein. Heute ist der Tag, an dem du dasselbe Alter erreicht hast, wie damals der Held aus der alten Legende. Es ist doch nur für einen Tag, also sei tapfer. Früher wurden die Jungen ab diesem Tag als reif betrachtet und in der Kunst des Schwertkampfes unterwiesen, um sie auf den Kampf gegen das Böse vorzubereiten.
aber diese Zeiten sind vorbei. Und überhaupt, der Einzige, der sich auf der Insel noch mit der Kunst des Schwertkampfes beschäftigt, ist der alte Vater Orca, der Art Vater Orca. Der Schild, den du hier als Wandschmuck siehst, ist noch ein Überbleibsel aus jenen alten Zeiten. Verstehst du? Jo! Snowbob, freu dich doch, das Gewand steht dir wirklich ausgezeichnet. Ja, er kann grün tragen. Gut, heute Abend kommen alle Nachbarn, um deinen Geburtstag zu feiern, aber ich habe noch viel mit den ganzen Vorbereitungen für die Feier zu tun. Ich koche nämlich deine Lieblingssuppe für euch. Ich hoffe, du freust dich. Das wird bestimmt eine ganz wundervolle Feier. Gut, bitte geh und hole deine Schwester Ariel, ja? Ah. Das ist doch ein Tutorial, hä? Bäm! Die Frage ist, wo jetzt die Schwester ist. Ob sie noch dort oben ist. Wer weiß das schon? Ah, schau, da hinten geht es auch noch durch irgendwie. Da ist auch noch irgendwas. Das ist wahrscheinlich der Händler. Ja. Oh, verehrter Kunde, bei einem Terry-Händler finden Sie alles, wonach Ihnen der Sinn steht. Oder haben Sie etwas, das Sie loswerden wollen? Wenn ja, zeigen Sie mir einfach. Voilà. Möchten Sie vielleicht etwas kaufen? Bewegen Sie mit L, um einen Artikel zu wählen. Futtertasche. Eine Tasche für Futter, sehr praktisch. Allerdings die letzte, die ich habe. Ah, da muss ich aber noch. Die nehme ich einfach mal. Thank you. Lieblingskunde und so, bla bla bla, ja. Genau. Das muss ich echt nicht alles lesen. Kund werden. 30 Rubine. Die nehmen wir auch noch gut. Welchem Item-Menü die Futtertaste aus? Ja. Brauchen wir sicher auch noch 30 Sachen muss ich kaufen. He? Bye! Also wenn mir das näher geht. Jetzt können wir gleich mal schauen, ob sie noch da oben ist. Haufen Jungs hier. Oi! Snowbob, halte doch mal Zettel gedrückt und sprich mich dann durch Drücken von A an. Versuche es. Sehr gut ausgezeichnet, du bist ein kluger Junge. Es handelt sich hierbei um Zielerfassung. Indem du Zettel drückst, kannst du Personen ansprechen, die weiter wegstehen. Doch nicht nur das, ist jemand in deiner näheren Umgebung, kannst du so
deinen Blick nach vorne ausrichten. Diese Funktion ist überaus praktisch. Schreibe sie dir also hinter die Ohren. Abgesehen von den vorher erwähnten gibt es aber noch einige weitere Einsatzmöglichkeiten der Zielerfassung. Was hältst du davon, wenn ich dir noch ein paar Dinge mehr beibringe? Klettere einfach die Leiter dort hoch und besuche mich in meinem Zimmer. Ja. Er rollt mal heftige Türen. Es kommt so viel Quatschtext zum Lesen. Ja, Zeit vergeht, ja. Das ist jetzt wieder so Tutorial-Zeug. Du bist noch lange nicht geboren, bla bla bla, du kleiner Junge. Gute Lebenshilfe, grösser. Ja, ja, ja. Das wieder für einen Lärm da unten. Kann man nicht mal seine Ruhe haben? Die ganzen Sachen in meinen Regalen sind auf den Boden gefallen. Kleiner, aggressiver Zwerg. Also wirklich, mein jüngerer Bruder, der da unten wohnt, ist fürwahr eine Plage. Tag ein, Tag aus stellt er seinen Körper. Ich frage mich wirklich, wann er wohl das letzte Mal ein Buch in die Hand genommen hat. Warum hält er überhaupt so verbissen an der Kunst des Schwerkampfs fest? In der heutigen Zeit ist das doch vergebliche Lebensmühe. Wegen seines Körpers vernachlässigt er völlig seinen Geist, wie beschämend. Ja, ja, ja. Oh, da haben wir einiges. Lebensweisheiten. Energie. Was sind wir alles? Das haben wir auch schon gemerkt. Ausdauer-Anzeige für die Schwimmen. Inventar, ja, das ist wahrscheinlich. Aber ich spiele auf dem Pad. Das machen wir doch. Wo ist denn meine Frucht her? Doch eine Frucht gekauft. Ah, look. Ah, das ist alles in dem Sack hin. Okay. Sehr gut. Und da kann ich schon irgendwelchen Quatsch. Schatzkarte, Herzteils, ja. Speichern. Nicht vergessen. Dann machen wir auch das. Dass wir das schön machen, was er da sagt.
Okay, mit den Leuten reden. Rechtsknopf drücken. Rubinen sammeln, logisch. Aha. Kein Rubin. Ich hoffe, es gibt auf einmal einen Rubin. Nicht die auf, du. Nein. Schau, ob er noch etwas zu sagen hat. Nein. Drück immer etwas zu früh. Ah. Weit sind wir noch nicht gekommen in dieser Folge. Richtig gut, brauche ich halt wirklich das Schwert. Und wie kommen wir da später da rauf? He? Und da überall. Aber jetzt noch nicht. Wahrscheinlich noch zum Bruder aber. Nein. Ah, da wird seine Seile sich wirklich snowbobt. Das steht dir richtig gut. Heute ist wirklich ein schöner Tag. Wir haben endlich unser Gehege fertiggestellt. Jetzt brauchen wir noch ein paar Tiere, damit etwas Leben auf die Weide kommt. Darüber würden sich die Kinder bestimmt riesig freuen. Aber welche Tiere eignen sich wohl am besten? Wenn dir was Passendes über den Weg läuft, bring es doch bitte hierher, ja? Ich gebe dir auch ein kleines Taschengeld, ohne dass deine Oma etwas dafür erfährt. Dann holen wir doch zuerst den Schwein. Es ist schwierig, wenn ich laufe zum Andrücken. Und das kann er da dadurch. Scheiß Schwein. Jetzt kann ich es nicht nehmen. Muss ich halt kommen, wenn ich das Schwert habe. Hoffentlich kill ich es dann nicht. Dann. Hep, hep, hep. Da rein, dass wir mal alles angeschaut haben. Schön, schön, schön. Können wir das auch mal schauen. Geht so nicht runter. Mm-hmm.
Bäm. Ist jetzt das Schwein weg? Schwein ist weg. Ah, das geht jedes Mal, wenn ich wiederkomme. Ein Rubin. Stecklich da zu fahren. Da macht immer eine Rolle. Man darf nicht laufen. So. Gib mir Money Money. Sie dankt natürlich von ganzem Herzen. Yeah! Geil! Hey, kann ich da rauf? Er übt am Haifisch. So alt bist du dann also schon. Nun dann, bla bla bla. Für die Texte bin ich echt zu alt. Ist so Kinderniveau. Ich kann leider nicht kämpfen. Geil. Sein Bruder ist etwas labil. Aber so klug, wie er ist, so stur ist er natürlich. Wirklich beschämend, ja. Ich habe kein Schwert. Jetzt habe ich ein Schwert. Boing! Hieb ist immer gut. Horizontal Hieb. Drücke nur B. Ich darf mich nicht ins Zoomen. Nein, ja. Ich muss auch drauf bleiben. Ich habe die ganze Zeit nur B gedrückt. Er will einen Ausfall nach dem anderen sehen. Ich drücke zwar genau da, so steht. Egal. Ich darf noch kein Schwert haben. So, die Übungsstunde ist vorbei. Ja.
Das Ritterwappen. Darf ich auch noch nicht wissen. 10 von denen muss ich ihm bringen. Die haben nichts. Und auch da nichts. Nicht verfehlt, Adi. Ich denke, wir haben alle mal getroffen. Mit allen ein bisschen geschnackselt. Ja, wenn ich besser jumpen kann, dann müsste ich vor der Brücke oben runter. Jetzt dort auf einmal ein Zeug auf diesen. So weit kann ich nicht kumpen. Noch nicht. Ist das Schnodder? Ist sie nicht schrecklich heiß in diesen Sachen? Zieh dich aus. Oh, Snowbob. Hat das Oma für dich gemacht? Naja, aber ich weiß nicht. Ist es dir darin nicht heiß? Aber es steht dir hervorragend, Snowbob. Streck doch mal deine Hand aus. Das ist mein größter Schatz und den leih ich dir für einen ganzen Tag. Alles Gute zum Geburtstag, Snowbob. Schatz von ihr. Machen wir. Freust du dich? Ich weiß dir gerne, bla bla bla. Das mache ich doch. Scheiß Manny. Der Briefkasten, ja. Oh, wir sehen nach oben. Nach oben. Ui. Was hätte der da? Piraten. Junge! Mein Junge ist abgestürzt. Oh nein, das ist ja furchtbar. Sie ist in den Wald gestürzt. Wir müssen ihr helfen. Oh, das war ein Mädchen. Aber so völlig unausgerüstet ist es viel zu gefährlich für dich zu gehen. Jetzt braucht ihr Schwert. Komm nicht steig ab. Oh,
da haben wir schon ein Rubin. Ein Bilirubin. Da bringen wir doch auch noch zurück. Was? Jetzt legt er nach. Ja, mit dem habe ich auch noch nicht geschnackselt. Das sieht wahrscheinlich auch noch in News. Jetzt gibt mir wieder Rubine. Ah ja, Ferkel. So, das Familienmitglied. Da Ähnlichkeit. Die Nähe dahinter. Steine. Guten Morgen. Momentan nicht. Piraten. Sie haben jetzt angesprochen, mit dem reden wir auch noch. Oh, da ist ja wieder das Ferkel da. Ein Wildschwein. Ja, ich lasse dazu. Machen wir. Für das brauche ich zuerst Futter. Hey! Hier rein spaziert. Wieder ein Riesentext. Ja, die schaffen wir noch, die 4 Punkte. Die 30 Punkte bringen wir auch noch zusammen. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie ich das mit dem Futter soll machen soll. Gesagt. Komm doch her. Futter. Jetzt wird wachsen. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Das darf nicht wahr sein. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Hier ist A. Nein, kann ich ihn nicht nehmen.
Kommt an, aber ich kann ihn nicht nehmen. Hä? Das Futter war für mich. Ja, B drückt statt da. Am Anfang. Und die will, dass ich den Stein aufnehme. Aber hier wird gezüchtet. Gehen wir nochmal 20, komm. Vielen Dank. Juppie. Ja, das macht er. Einen Stein holen. Jetzt sieht es aber nicht, was ich meine mit dem Stein soll. Ich muss jetzt echt kämpfen mit dem Stein. Noch kurz zur Oma. Irgendjemand sollte mir jetzt erschwecken. Vielleicht Oma. Was ist geschehen? Wo ist Ariel? Ja. Wie sieht es aus? Kann ich da so ein Schwert verwandeln? Wahrscheinlich dann mal der Schild, hä? Vielleicht gibt mir jetzt der Schwertmeister eins. Und in die Wand bejammen, da könnte oben etwas kaputt gegangen sein. Ich vermute, no, Snowbob, gib mir. Ja, genau. Gib mir jetzt ein Schwert. Wieder. Eigentlich. Warum er immer zuerst noch schlägt, das weiß ich nicht. Kann nur zur Spezialattacke erfassen, den Gegner mit Hilfe von ZL als Ziel und drücke A, sobald. Ah, erscheint. Ausgezeichnet, erfasse ich noch einmal. Okay. Zu guter Letzt noch den Sprungangriff. Zieh dein Schwert, visiere mich weiter mit Ziel und drücke A. Ja, Junge! Ja, yeah, ich bekomme das erste Schwert. Das Heroenschwert. Jawohl. So, dann kann es in der nächsten Folge endlich.